Frau Ministerin, Sie haben heute die Ergebnisse einer Studie präsentiert. Es geht dabei um soziale Brennpunkte, vor allem in Wien. Was sind die Konsequenzen daraus? Die Studien zeigen uns, dass viele Menschen hier in Österreich, viele Menschen in Wien soziale Brennpunkte und Parallelgesellschaften wahrnehmen. 70% sagen, sie empfinden, dass es parallelgesellschaftliche Strukturen gibt, und das hat auch einen Einfluss auf das Sicherheitsgefühl der Menschen. 42% der Menschen hier in Wien sagen, ihr Sicherheitsgefühl hat sich verschlechtert. Das heißt, man fühlt sich einfach nicht mehr so sicher, wenn man im öffentlichen Raum ist. Und meine Ableitung daraus ist, wir müssen dorthin sehen, wo es die Probleme gibt. Es braucht Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen. Der Bund, wir als Bundesregierung setzen Maßnahmen. Es braucht aber auch Maßnahmen von Seiten der Stadt bis hin zur Gemeinde- und Bezirksebene. Von Seiten der Stadt, beispielsweise mit der Stadt Wien, gibt es hier schon einen Termin mit dem Bürgermeister? Wird man hier ein gemeinsames Konzept erarbeiten? Ja, es gibt schon Termine mit den zuständigen Integrations- und Sozialstadträten. Es ist wichtig, dass wir hier Integration als Querschnittsmaterie sehen, dass wir hier wissen, wir können nur gemeinsam etwas schaffen. Wir von Seiten der Bundesregierung werden uns insbesondere die Vereine, wo es importierte Konflikte in Österreich gibt, die Vereine, wo es einen Ausland gibt, einen Einfluss gibt, aus dem Ausland, aus der Türkei genau ansehen. Ich werde morgen die Dokumentationsstelle politischer Islam ins Leben rufen, die diesen Einfluss aus dem Ausland und den Nährboden von Extremismus ausforschen soll. Ebenfalls angedacht ist ein Frühwarnsystem. Wie könnte dieses aussehen? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen uns, das Entstehen von Parallelgesellschaften folgt folgender Logik. Es gibt viele Menschen mit Migrationshintergrund in einer gewissen Region. Es gibt wenig Austausch mit der Mehrheitsgesellschaft. Es gibt ein niedriges Bildungsniveau. Es gibt wenig Arbeitsmarktbeteiligung. All das sind Kriterien, die das Zusammenleben erschweren und die soziale Brennpunkte auch bewirken können, zur Folge haben können. Und wir werden uns das auch in allen Regionen in Österreich ansehen, um frühzeitig zu erkennen, wo könnten soziale Brennpunkte entstehen. Wo sehen Sie diese sozialen Brennpunkte noch in Österreich außerhalb von Wien? Die Studie, die ich letzte Woche präsentieren durfte von Frau Professor Susanne Schröter, sagt, natürlich sind die ausgeprägten Parallelstrukturen jetzt hier in Wien, weil Wien einen sehr hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund hat. Diese Kriterien, die Parallelgesellschaften begünstigen, sind sehr stark in Wien manifestiert. Und außerhalb von Wien? Das werden wir uns im Laufe der Zeit ansehen, anhand des Frühwarnsystems für parallelgesellschaftliche Strukturen, das ich gemeinsam auch mit der Dokumentationsstelle politischer Islam ins Leben rufen werde. Ebenfalls ein Thema war heute die Null-Toleranz-Politik. Wie kann diese aussehen? Ich habe mich mit vielen meiner internationalen Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht, gestern beispielsweise mit dem Bürgermeister von Dijon, wo es viele Gewalteskalationen zwischen Migrantengruppen gibt. Und wir sind uns alle einig, keine Toleranz, wenn es zu Gewalt kommt, und keine Toleranz, wenn es auch darum geht, dass unser Rechtssystem und unser Wertesystem, der Rechtsstaat, die Demokratie, die Gleichberechtigung von Mann und Frau mit Füßen getreten werden. Daher, der Innenminister wird hier sicherheitspolizeilich stark durchgreifen, die Hintermänner ausforschen, und genauso gut werden wir die Vereine, die hier die Jugendlichen Negativen beeinflussen, ausforschen, um dagegen anzukämpfen. Sie haben gesagt, Sie sind in Kontakt mit zahlreichen Politikerinnen, auch aus anderen Ländern. Wer steht Ihnen hier besonders nahe? Wer könnte hier ein Vorbild für Österreich sein? Ich habe mich mit Bürgermeisterinnen und Ministerinnen ausgetauscht, wo es besonders soziale Brennpunkte gibt. Beispielsweise mit dem Bürgermeister von Dijon, mit dem Bürgermeister von Mechelen, mit dem dänischen Integrationsminister. Wir alle haben gemeinsam, dass wir wollen, dass Integration gelingt, dass wir wollen, dass dort, wo es schon Parallelgesellschaften gibt, die Menschen wieder näher zusammenrücken. Und da tauschen wir auch Zugänge aus.